Was geht ab, Jungs? Alles fit bei euch? Ganz kurz nur vorweg, die Folge wird ganz normale ihre Länge haben, das wird nur davor geschnitten. Also es wird hier nicht im Spiel mit irgendwelche Gelaberei oder so kommen. Ich werde dieses Abschnitt vor dieses Video und das nächste Video, also für Donnerstag und Freitag, davor schneiden. Und zwar möchte ich auf ein paar Dinge eingehen. Und zwar, die nächsten zwei Folgen werden echt ein bisschen... habe ich selbst gesehen, ich wollte die erst gar nicht hochladen, habe mir aber dann gedacht, jetzt hast du es aufgenommen, jetzt ziehst du es auch durch. und zwar versuche ich euch mal was zu erklären. Und zwar habe ich meine Folgen gewollt, absichtlich keine RP-Situation mit dem Landhandel gewollt. Ich habe das versucht zu unterbinden, zu unterdrücken, einfach wegzugehen, gar nicht drauf einzugehen. Wenn die da vorher zu mir da waren, hier zum Beispiel, was heute da kommen wird, ich nehme das, mache das einfach sauber, weil ich einfach keinen Stress mehr haben wollte. Nicht, weil ich nicht will oder nicht, weil was auch immer, aber ich bin ganz ehrlich, die Kommentare ist aber nur bei True Farming so. Immer wenn man was gegen den Landhandel macht, sagt, tut oder was auch immer. Ich spreche jetzt mal ganz offen, ohne irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen oder sonst irgendetwas. Geh mir auf die Nüsse. Bin ich ganz ehrlich. Also die Leute verstehen das nicht. Die Leute sind einfach hängen geblieben in meiner Ansicht. Es ist so, dass man tut irgendetwas. Man möchte eigentlich nur unterhalten. Wisst ihr, was ich meine? Genauso wie Tino auch nur unterhalten möchte mit seinen Videos. Und aber immer wenn man was tut oder macht, dann kommen diese ganzen kleinen Kiddies und beleidigen einen. Und es ist nicht mehr so, dass irgendwas bei der Demo zum Beispiel, da schrieb jemand, hoffentlich verrecken deine Kinder an Energy. Oder einer hat geschrieben, wenn deine Freundin Energy kriegt, kriegt sie Pickel am Arsch und so. Da musste ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen schmunzeln dabei. Aber das geht nicht in meinen Augen. Ne? Und das war schon vorher so. Also es wird nicht mehr auf mich gefeuert oder so, weil ich da auch nicht mehr drauf reagiert habe. Das habt ihr auch die letzten Zeit da so gesehen. Ich habe die einfach labern lassen. Und wisst ihr, ich sitze hier und mache die Videos. Nicht meine Kinder, nicht meine Frau. Und ich finde das unterste, asozialste Schublade, bin ich ganz ehrlich. Ich spreche einfach jetzt deutlich aus, was ich denke und was ich meine. Das ist richtig asozial, sowas meinen Kindern und auch meiner Frau mit reinzuziehen für etwas, was die gar nicht können. Meine Kinder schauen kein LS. Meine Frau, die kommt hier rein, die denkt sich auch noch, was schreit der Spinner da rum? Und die haben gar nichts damit zu tun. Meine Frau fragt nicht einmal, wenn ich mit meiner Frau irgendwie was mache oder tue, haben wir eine goldene Regel. Kein YouTube. Das heißt, wenn wir so Zeit verbringen, dann wird nicht über YouTube gesprochen. Eigentlich dürfte ich nicht mal Instagram-Posts machen, die ich schon ab und zu einfach mache, wenn ich mit meiner Frau im Auto bin und so. Eigentlich war es abgesprochen, eine kleine Abmachung von uns. Nichts davon. Überhaupt nichts. Wenn unsere Zeit ist, kein YouTube, kein Twitch, gar nichts, was irgendwie mit Social Media oder so zu tun hat. Und ja, finde ich einfach scheiße, dass sowas ist. Also, davor ging es auch schon, irgendwie mit Kindern und Deutsch und meine Kinder werden da als schwul beleidigt, meine zwei Söhne und sowas alles, ne? Ich meine, das geht alles bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann ist bei mir das Fass voll. So, und das Fass, das war jetzt eine ganze Zeit lang voll. Und durch die heutigen zwei Folgen, oder die letzten bis Freitag, hatten wir danach auch ein Gespräch mit der Teamleitung. Wir haben natürlich gefragt, was ist los? Du blockst alles ab, hin und her und bla und blub. Und die haben ja auch recht. Und ja, ich hatte darauf keine Lust mehr. Und daraufhin kam dann dieses Gespräch. Ist ganz klar, irgendwann sein. Das ist doch nicht Freezy, da stimmt doch was nicht. Also wird irgendwann ein Gespräch gesucht. So, dieses Gespräch kam. Ich habe das alles so erzählt, wie ich euch das jetzt erzählt habe. Und daraufhin hat mir, ich nenne jetzt mal keinen Namen, wer oder was,
Weil die Hater ja von der Region da so kommen, Region, das war jetzt auch wieder falsch ausgedrückt, von dem Landhandel da kommen, wofür Tino aber nichts kann und auch kein Excel nichts kann. Sie versuchen einfach nur zu unterhalten, aber die Unterbemittelten verstehen das einfach nicht und kommen und beleidigen und schreiben Kommentare, wo ich mir denke, oh, halt doch einfach dein Maul und geh dich begraben, Alter, bin ich ganz ehrlich. Und da ist zum Beispiel ein, den nenne ich jetzt auch mal beim Namen, diesen Thomas Adler. Ich habe ihn jetzt 100 Mal gesagt, dass er mich in Ruhe lassen soll. Versteht ihr? Ich hab ihn persönlich angeschrieben. Ich sagte, Junge, lass mich jetzt in Ruhe. Ja, okay, ich lass dich jetzt in Ruhe. Ich höre jetzt auf. Das geht 2 Tage, dann steht er wieder im Kommentar bei mir unterm YouTube-Video. Ich sollte ihn wegbannen. Ich tue es aber nicht, weil ich einfach glaube, dass irgendwas nicht richtig ist oben in seinem Kopf und er nicht weiß, was er da tut oder schreibt. Weil wenn man 5-mal sagt, lass mich in Ruhe und er macht es immer noch weiter. Naja, aber weiter geht's auf jeden Fall. Und ich wollte diese RP-Situation nicht mit dem Landhandel. Ich wollte einfach nichts mit dem Landhandel tun, weil ich keinen Bock hatte auf diese Idioten. Bin ich ganz ehrlich. So, jetzt nach diesem Gespräch ist mir einiges klar geworden. Ich mache nicht den Content für euch, die hinter mir stehen, sondern ich mache den Content für die Hater. Und das ist einfach der falsche Weg. Es ist einfach der falsche Weg. Ich bestrafe die Leute, die eigentlich meine Folgen so lieben, wie ich sie mache und wie ich es tue und die hinter mir stehen und belohne die Hater. Und das ist mir gar nicht bewusst gewesen, bis eine Person das zu mir gesagt hat. Würde wahrscheinlich denken, welche Person. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm und habe dann jetzt. Und war die Aufnahme Dienstag. Heute ist Donnerstag. Und hab da jetzt halt bis Donnerstag jetzt mal drüber nachgedacht und so. Und ich werde wieder den alten Weg gehen. Ich werde weiter provozieren. Ich werde den Fritzel machen. Ich werde ausrasten. Alles natürlich RP. Im RP. Und ich will wieder das alte Feeling haben. Es macht mir selber auch keinen Spaß mehr. Ich sitze nur auf dem Felder. Ich verstehe das. Wenn ich in meinen Folgen rein skippe, um mir einen Titel auszudenken, denke ich mir auch immer so, das ist nicht das, was du spielen willst, das ist nicht das, was du aufnehmen willst, das ist nicht Fritzel, bin ich ganz ehrlich, das ist nicht Fritzel. Den Charakter, den ich momentan in den letzten 40, 50, 60 Folgen gespielt habe, ist nicht Fritzel. Fritzel, der hat die Konfrontation geliebt, der ist da einfach rein und hat mitgemacht und bla und blub und ja, das habe ich in der letzten Zeit nicht mehr getan, nur weil ich keinen Bock auf diese Kommentare hatte. Ich hatte jetzt noch ein paar andere Gespräche. Nach dem Gespräch mit der Teamleitung hatte ich auch noch ein Gespräch mit meinem Team, das heißt mit Gustav und Pilan und so. Und Pilan oder Mo hat mir gesagt, zeig die doch an. Ich sage, wen soll ich denn da anzeigen? Woher soll ich das denn wissen? Das kriegen die ganz schnell raus. So, also, nimm's den Kommentar. Gehst damit zur Polizei, hier, das und das hat er geschrieben. Komm. Und wenn das gegen mich ist, scheißegal, aber macht noch einer irgendwas gegen meine Kinder, gegen meine Frau, schwöre ich, so wahr ich hier sitze, so wahr wie ich Christian Punkt, Punkt, Punkt heiße, werde ich das erste Mal eine Anzeige starten. Ist mir scheißegal. Bin eigentlich nicht so einer, ich habe in meinem Leben noch nie eine Anzeige gemacht, ich habe in meinem Leben noch nie irgendjemanden angeschissen oder was auch immer, Stress mit Nachbarn, ich habe nie irgendwie beim Polizei oder was angerufen, ich bin immer persönlich hingegangen, aber das Internet lässt mir keine andere Wahl und ich werde es tun, ist mir scheißegal. Jemand anders hat mir einen Tipp gegeben, Alter, du hast 40.000 Abos, du hast eine Community, die hinter dir steht, zieh den einfach im Internet so im Dreck, dass er einfach keinen Bock mehr hat. Das finde ich aber ist der falsche Weg, weil, ja, weiß ich nicht. Ich will keinen öffentlich zur Show stellen oder ihn öffentlich runtermachen oder beleidigen oder was auch immer. Das ist auch nicht meine Art. Aber meine Kinder können dafür nichts und ich habe einfach einen Fehler gemacht. Ich hätte von Anfang an meine Kinder nie irgendwie hier reinlassen sollen oder mal mitmachen wollen. Ich habe das. Meine Tochter zum Beispiel, die ist so scharf darauf, wenn hier eine Kings Loot Box kommt.
die will mitmachen, die hat da Bock drauf. Die sagt auch, oh, darf ich dann auch vor der Kamera und bla und bla. Bei ihr weiß ich, glaube ich, das wird mal mein Nachfolger hier auf dem Kanal. Sie mag das, auch mit Fotos, Instagram. Sie will immer mit auf der Story drauf sein, immer mit mir. Und ihr hat es Spaß gemacht, deswegen habe ich sie so ein bisschen so mit einbezogen. Das war aber ein Fehler. Den Fehler kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ist jetzt halt geschehen, aber ich kann den Fehler versuchen auszumerzen, wieder glatt zu bügeln und werde das halt jetzt ein bisschen weniger machen. Ich weiß, dass ihr Leute das lustig immer fandet, dass das immer cool war im Livestream, wenn meine Tochter dazu kam oder meine Frau mich erschreckt hat oder was auch immer. Mir hat das selber Spaß gemacht. Mir macht es ja Spaß, wenn ihr auch glücklich seid. Wisst ihr, wenn ich hier sitze und zocke und meine Frau sich heimlich anschreit und mich erschreckt und ich hier alles rumschmeiße und ihr euch bepisst, weiß ich, dass, ja, die sind gerade unterhalten, die haben Spaß. Egal, ob es auf meiner Kappe ist oder was auch immer. Ich habe Humor, ich kann über mich selber lachen, ich kann mich auch mal selber in den Dreck ziehen. Alles gar kein Problem. Und ich habe gesehen, dass meine Community das lustig fand und deswegen hatte ich das nicht unterbunden. Bei den Kingsloot-Videos immer, boah, deine Tochter, so geil, die ist so süß, was die da sagt und tut. Und mein Weg war einfach nur, euch zu unterhalten. Und habt über Kleinigkeiten nicht nachgedacht, dass solche hirnlosen, kleinen Menschen nicht damit angreifen. Habe ich nie mit gerechnet. Ich habe nie damit gerechnet, dass es solches asoziales Pack gibt, die auf Mutter oder Frau und Kinder gehen. Das ist das Ehrenloseste, was man in sein Leben machen kann. Das ist einfach so. Das wird dir jeder sagen. Frag jeden auf der Straße, frag jeden, der wird dir sagen, das ist die ehrenloseste Aktion, die man machen kann, über unbeteiligte Menschen zu beleidigen oder den Tod zu wünschen. Und ich schwöre bei Gott, wenn ich dich kriege mit dem Energy, dass meine Kinder verrecken, ohne Witz, Ich wäre gerade schon wieder wütend, ohne Scheiße. Aber runterfahren. So, wir quatschen jetzt aber schon fast 12 Minuten, schon eine ganze Folge. Einfach durchskippen, wenn es nicht interessiert oder so. Aber mir war es irgendwie wichtig, euch das mitzuteilen. Das wird jetzt auch noch vor der Freitagsfolge kommen, weil ihr kennt ja die Leute. Wenn du das nur vor einer Folge machst, dann schauen sie es nicht. Und bei der zweiten Folge fangen sie wieder an und bla und blub und hin und her. Auf jeden Fall kann ich jetzt versprechen, ich habe mich mit meinem Team, den Gustav, Ernst und Mo, habe ich mich hingesetzt. Es wird wieder anders. Es wird wieder anders, das kann ich euch so sagen. Es wird auch wieder viel mehr gegen den Landtunnel kommen. Es wird gefeuert, es wird provoziert, es wird geärgert, es wird alles wieder gemacht. Es wird so gemacht, wie ich es immer wollte. Oder wie ich es immer wollte, sag ich, das ist jetzt falsch gesagt, so wie ich es spielen will. So wie ich es spielen will. Danke für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß bei der Folge jetzt hier und ich wünsche noch einen schönen Tag und ja, wir hören uns, Leute, spätestens zum Livestream, ne? Haut rein! Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wow. Hallo? Hallo. Das ging aber schnell. Hm? Ja, ich habe das Mähwerk sauber gemacht. Willst du es vorher einmal sehen oder soll ich es jetzt beim Karl reinschieben? Achso, nö. Wenn der sauber ist, alles in Ordnung. Alles gut. Ja, habe ich gemacht. Also direkt abgeben am besten. Jo, alles klar. Warte ganz kurz. Willst du wissen, was es kostet? Ja, sag. Mähwerk sind 10.000 insgesamt für alles komplett. Jo. Okidoki. Hab ich überlegt. Streich das weg. Jawohl. Tschüss. Danke. Oh, abgebucht. Warum steht hier Polizeiwagen? Ja, Chef. Was? Der Herr Bayer ist an der BGA. Oh nee, ey. Achso. Ich weiß aber nicht warum, also ich hab dir nicht gerufen. Ja. Moin Fritzel, grüß dich. Hi. Was denn los? Ach, hab den Papp schon wieder auf für heute, Alter. Ich bin nicht vom Niedli, ich kann noch Bayer Gebräu mitbringen. Na, danke.
Da müssen wir jetzt, ja. Oh, Telefon? Ja. Ja, ich habe keine Erlaubnis, hier irgendwas wegzugeben. Dann lass stehen, dann kümmern wir uns drum. Jo, alles klar. Guti, passt. Jo, tschüss. Ja, Chef, Harry und Michael sind auch wieder hier. Also ich weiß nicht, was die. Ah, ne, warte, ne, die fahren mal durch. Warum auch immer. Warte, ne, warte mal. Ne, die bleiben stehen. Oh, was machen die jetzt? Ne, die bleiben stehen. Gustav, bitte schick sie weg, bitte. Ja, ich glaube, sie wäre besser, vor allem, weil Bayer hier ist, wenn du selber mal vorbeikommst, hätte ich jetzt gesagt. Ich komme jetzt auch, aber ich rede mit dem Bayer. Ja, wenn die vor mir da sind, schick sie weg. Ja, ich sag's, ne. Die sind ja sind gerade aufs Gelände gekommen. Es läuft angenehmer, nachdem ein paar Leute runter sind. Wirklich. Also, macht das Fahren wenigstens wieder ein bisschen Spaß. Ja, voll Sinn. Moin, Fritzl. Ich weiß wirklich für nichts, Fritzl. Warum der jetzt hier ist, was der jetzt hier macht, ich weiß es nicht. Warte. Oh Gott. Was ich ist jetzt hier los mit dieser scheiß BGA? Was ist hier los? Verkauf das ganze Ding. Mir geht das so auf den Piss. Ich mache gerade eine Sicherheitsüberprüfung. Sicherheitsüberprüfung? Weißt du, was ich gleich für eine Sicherheitsüberprüfung mache? Laufen kann. Was? 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 Wir schauen gerade, ob die BGA von Seiten der Stadt oder der Prüfstelle noch betrieben werden darf. Weil wir die Meldung bekommen haben, dass da was kaputt ist, was eventuell größere Schäden verursachen könnte. Ich habe Peter angerufen. Ja, und der Herr Friedrichsen hat mir den Auftrag gerade erteilt. Na gut, guck nach. Gut, ich bräuchte aber in der Tat jemanden, der mich da hochfährt. Ich pack das Ding nicht an. Ja, also da wäre wahrscheinlich sinnvoll, auch wenn es mein Chef nicht möchte, wenn wir da Miguel hinterm Zaun mal herholen, weil die haben das Ding gemietet. Ich habe gerade mit dir gesprochen, dass ich die nicht hier haben will. Ja, aber die wissen, wie es funktioniert, Mensch. Dann soll Bayer sein eigenes Ding holen. Also nur ein kleiner Tipp, einfach den Sitzplatz wechseln. Oh, okay. Herr Bayer, einfach nur in den Korb direkt rein, Sie können das Ding auch von oben steuern. Sitzplatz wechseln, da kannst du auch von oben steuern, das ist ein Bedienpult. Jetzt sind doch die Joysticks ein bisschen anders. Einfach mal durchswitchen. Aber langsam, nicht dass du kippst. Rezession ist da gefragt. Oh Gott, ist das hoch! Hilfe! Ja. Eieiei. Ich finde das geil dort oben, Chef. Da. Gucken wir mal kurz, ne? Sie warten dabei hier, ja? Danke. Bonnie. Hey, mit dem Fritz hier los. Chef, komm mal mit. Kann ich euch helfen? Hallo. Was ist denn hier los? Wir suchen die Stadtgemeinde.
Links rum, geradeaus, dann links. Nee, warte mal. Oh. Rechts rum, hier raus, rechts rum, geradeaus, irgendwann links, ein großes Gebäude. Okay, danke. Bitte. Freezy? Ich knall dich weg, wenn du das sagst, was ich meine. Meinen Sie das jetzt, diese Drohung? Was ist da oben los? Moment. Wir müssen den Betrieb leider einstellen. Rausgehen das erstmal eine Woche bis eineinhalb. Wird jetzt erstmal die Lizenz entzogen. Eine Lizenz entzogen? Weißt du, was ich dir gleich entziehe? Aber was ganz anderes. Ich drohe dir gar nicht, das ist ein Versprechen. Jedes Mal hier bei der scheiß BGA. Ja, was soll ich jetzt machen? Das sind die Vorschriften. Welche Vorschriften? Wer gibt dir, Hampel, das Recht, mir eine Lizenz wegzunehmen? Was für eine Befugnis hast du? Mir? Hampel? Ja? Mir? Hampel? Ja, sag, was für eine Befugnis hast du, mir Lizenzen wegzunehmen? Die Befugnis gibt mir der Freistaat. Verdammte Scheiße. Ich bin Polizeibeamter, ich kann Ihnen auch den scheiß Führerschein wegnehmen, wenn Sie so weitermachen. Steigen Sie den scheiß Traktor und zücken Sie sich aber ganz schnell. Aber nicht von meiner BGA. Ich bin berechtigt, Ihnen eine Platzverweis zu erteilen, aber wenn nicht, Sie so aber nicht auf, aber nicht auf meinen Hof. Maßnahme, Abmarsch jetzt. Nö. Herr Freezy, wenn Zwing Sie das mich. Jetzt nicht machen, setzen Sie die mich. Maßnahme mit Zwang durch und Sie kriegen ein Ordnungsgeld. Dann mach Ordnungsgeld. Das ist hier erforderlich, dass ihr euch so anschreit. Ich habe mein Ordnungsgeld, Herr Freezy, und Sie gehen jetzt, sonst setze ich es mit Zwang. Nein, ich gehe nicht von meinem Hof und Platz. Ich verweise Sie hiermit des Platzes. Nein. Ich verweise Sie hiermit des Platzes. Herr Freezy, wenn Sie jetzt nicht gehen, werden Sie mit Zwang rausgebracht. Dann bringe ich mit Zwang raus. Alles klar. Einmal die Hände abrücken. Das ist denn notwendig, Herr Bayer? Sagen Sie das Ihrem Chef. So, einmal mitkommen. Zum Haupteingang, Abmarsch. Was wirst du noch zu spüren kriegen? Drohen Sie mir weiter, Herr Freezy. Ich drohe dir einen Scheiß, ich gebe dir ein Versprechen. Ja, ist für mich auch eine Drohung. Machen Sie weiter, so kriegen Sie eine Hand. Ich werd gucken, ob du mich von meinem eigenen Platz und Hof verjagen darfst. Wer hat meinen Scheiß? Ach, mein Traktor, kann ich wenigstens meinen Traktor mitnehmen? Steht ihr hier so hinterm Zaun? Wie hab ich Ihnen die ganze Zeit angeboten, jetzt nicht, Abmarsch. Was soll denn nicht rein, Mo? Und ich hab Angst. So, stehen bleiben. Kann ich verstehen. Nehmen die Handschellen ab. Wiederschauen. Herr Bayer? Was? Auf meinem Hof und Platz kommen Miguel und Harry nicht drauf. Ich möchte das nicht. Ja, gut. Ich bin auch der Annahme, dass sie da nicht draufstehen. Der Freezy. Hallo? Hallo? Hallo, da ist der Schwarz. Was? Wer ist da? Wir wollten. Der Herr Schwarz. Ach so, hallo. Wir wollten doch nochmal sprechen wegen den Zuckerrüben und dem Zeug. Ja. Ich habe jetzt mit meinem Kollegen geredet. Uns wäre es am liebsten, wenn wir da mal sich so zusammen hocken würden im Frühjahr und darüber reden würden. Ja, würden wir, machen wir. Weil dann weiß ich auch, wie ich meine Felder und so jetzt dann geplant habe und alles und dann können wir da besser planen. Ja, okay. Okay, gut, dann machen wir das so. Machen wir so. Okay, dann schönen Abend noch. Tschüss. Ihnen auch, tschüss.
dauert jetzt zu lange, um zu googeln, ob er das darf. Oh. War noch irgendwo am Dumm. Habe ich dir mit runtergenommen? Chef, die sind jetzt alle weg. Gustav. Was denn? Ey. Was ist denn, Chef? Ich komme jetzt mal zu dir und dann reden wir mal. Ich wollte gerade deinen goldenen Steuer bringen. Ich komme zur BGA. Gut. Da warte ich ja. Wie lange ist die BGA jetzt stillgelegt? Der Bayer, glaube ich, hat irgendwas gesagt, schon eine Woche, anderthalb. Aber das, wie gesagt, muss halt, wir brauchen halt dann jemanden, wenn es der Landhandel nicht machen darf, der das repariert. Also ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das Ding wieder anzumachen. Weißt du, nicht, dass dann ich zeige dir, wie ich das Ding anmache. Ich zeige es dir jetzt. Ja, okay. Wo ist hier ein Anhänger? Ja. So, ihr zwei Hübschen. Ja. Jetzt möchte ich mal ganz gerne etwas loswerden. Es wurde jetzt in letzter Zeit genug Humbug hier betrieben. Ich bin die ganze Zeit ruhig geblieben. Mir wurden Sprüche gedroppt, mir wurde irgendwelche Fahrzeuge von Liv und ich weiß nicht, was hier alles passiert ist. Jetzt der Hohn hier mit der BGA. Beim besten Willen, das mache ich nicht mehr mit. Als allererstes Mal möchte ich darüber informiert werden, wenn irgendwas hier los ist. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, bin ich ganz ehrlich. Und dann holst du mir die Leute hier hin, wo ich gesagt habe, ich möchte erstmal Abstand von denen. Dann werden die wieder hier hingeholt. Das und war ihr für zwei mich wisst das. Entschuldigung, du warst gar nicht dabei. Aber Gustav, du weißt das. Ja, ich weiß das. Warum hast du mir nicht einmal eben Bescheid gesagt? Ich hätte auch den Friedrichsen holen können oder so, die das kontrollieren. Oder den Adler. Für mich war halt das technische Verständnis für die Anlage, weil die da oben auch selber so viele Anlagen haben, war das für mich so im Kopf, dass die da vielleicht ein bisschen Ahnung von haben und schauen können. So, und ich hätte dich ja angerufen, sobald ich gewusst hätte, was los ist. Weil erstmal das Schauen, was da kaputt ist, das ist ja jetzt nicht so, ist ja jetzt nicht so tragisch. Also, wie schon gesagt, ich muss ja, du willst, dass ich eigene Entscheidungen treffe, wenn es jetzt dann. Wie schon gesagt, wenn ich einen genauen Stand gehabt hätte, was sie mir gesagt haben, was jetzt kaputt ist, hätte ich dich schon angerufen.
Aber du hast zu mir mal, zu uns mal gesagt, auch zu Mo, dass wir die Sachen leiten sollen und übernehmen sollen, dass du nicht mehr so viel im Kopf hast. Genau. Und dann möchtest du aber quasi jetzt wieder so klingt das jetzt, wegen jeder Kleinigkeit angerufen werden. Nein. Das verstehst du falsch. Du kannst hier tun und machen, was du willst. Bau von mir aus alles hier oben. Mach die Zäune lila, pink, getupft in der Farbe, die du haben willst. Lass von mir aus sogar dieses Werbeschild da vorne stehen. Mir egal. Ganz ernsthaft. Mir egal. Mach einen riesen Pimmel auf diese Silos drauf. Mir egal. Aber, dass du mir gerade die Leute auf meinem Hof holst, mit denen ich gerade nichts zu tun haben will, und du das weißt, das geht nicht. Was ist jetzt mit dem Ding da? Jetzt steht das Ding da. Was meinst du, was mich das kostet? Die dürfen hier nicht mehr drauf. Gar nicht. Doch, die dürfen hier nicht mehr drauf und die dürfen das Ding nicht abholen. Wenn die hier drauf gehen, wissen die ganz genau, dass sie von mir einen Einlauf kriegen. Das wird jetzt so lange hier stehen, bis die werden nicht mal etwas sagen. Ich werde mich an dieses Ding dumm und dämlich bezahlen. Nein, wirst du dich nicht. Weil die haben zu mir vorhin gesagt, die haben mir eine theoretische Einweisung gegeben, wie man das Ding bedient. Und ich soll das dann abbauen und quasi rausfahren, dass die es abholen können. So, das ging aber nicht, weil ich wollte dir erstmal deinen Steuer bringen und dann wolltest du jetzt hierher kommen und mit mir reden. Ich hätte das jetzt gleich abgebaut. Also zumindest mal zurückgefahren, rausgestellt, vor das Gebäude und hätte Miguel angerufen, dass er es abholt. Ich zahle dafür keinen Cent. Kein einzigen. Miguel hat zu mir gesagt, Cent. Es wird mich nichts kosten, dieses Gerät, dass die schauen, weil die haben das für sich gekauft. Genau für ihre Anlagen draußen und waren halt gerade auf dem Weg da hoch und da habe ich sie gerade angerufen und da haben sie es einfach hier schon mal ausprobiert, wie das funktioniert. Wir wollen uns einen neuen Hof holen, wir wollen vielleicht eine Fabrik bauen und jetzt ist die BGA stillgelegt. Ja, was soll ich machen? Denkst du, ich bin da hochgeklettert, Chef, weißt du, und habe da mit meinen Fingern ein bisschen an der Förderschnecke gespielt, damit sie kaputt geht, weißt du? Ich mache das nicht mit Absicht. Die läuft Tag und Nacht immer auf Hochtouren. Das kann passieren. Das ist nun mal einfach nur eine technische Anlage. Also die BGA ist gerade kaputt oder was? Ja, am dritten Silo oben ist die Förderschnecke kaputt. Das dritte Silo benutzen wir doch gar nicht. Hä? Ja, weil das trotzdem in Reihe geschaltet ist. Die vier Silos sind alle. Da wird alles gleichmäßig verteilt, was wir da unten reinkippen, damit es schneller fermentiert wird. Können wir das eine Silo nicht einfach abklemmen, damit die anderen noch laufen? Dann müssten wir aber oben die Rohre umbauen. Da, was du da siehst, was da hochführt, die schwarzen. Man kann doch da irgendwie was drehen oder keine Ahnung was. Es kann doch nicht sein, wenn ein Silo kaputt ist, dass die ganze BGA für wochenlang stillsteht. Ja. So ein technisches Verständnis für die Maschine, Chef, habe ich auch nicht. Deswegen habe ich ja Fachpersonal gerufen, die damit mehr Ahnung haben. Und Fritzl, wir haben doch auch mehr als eine Produktion noch. Wir sind doch, also was geldtechnisch angeht, sind wir doch gar nicht auf das Ding angewiesen. Ist doch nur dafür da, damit die Stadt die Fresse hält, was die Stromversorgung angeht. Und das müssen wir doch locker eine Woche, zwei überbrücken können. Stromversorgung oder nicht? Ihr seht den großen Sinn dahinter nicht. Nee. Ja, dann klär uns bitte auf, Chef. Der Landhandel backt sich doch gerade ein Eis darauf, dass das hier kaputt ist. Jetzt weiß er ganz genau keine Einnahmen. Ihr sagt gerade, ja, aber wir haben noch andere Einnahmen. Welche denn? Die Hühner? Ja, Hühnermast. Wir können uns in Milch ertränken. Wir haben die Eier bis unter das Dach. Wir haben einen Komposter, der voll ist. Beim Komposter ja, Schweine für die Schlachterei. Meint ihr, das wird jetzt irgendeiner kaufen? Ja, warum denn nicht? Ruf mal Peter an und frag mal, ob der mich annimmt. Weiß ich nicht, du wolltest dich doch drum kümmern. Ich ruf ihn mal an. Aber erst in Bayern. Kleiner Pisser. Polizeiinspektion Schwarzing in Bayern Apparat. Bayer? Herr Freezy, was gibt's denn? Sie haben wirklich heute das Maß. Das Fass ist heute ausgeplatzt. Ich werde mir jetzt einen Anwalt nehmen. Machen und dann Sie das. Werde ich das hier, alle Sachen, die Sie je mit mir gemacht haben, werde ich jetzt angehen. Sie ja, dürfen mich Sie nicht das. Einfach von meiner Firma wegnehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und vor allen Dingen auch nicht in Hand stellen.
Herr Bayer, das geht wenn nicht. Wenn Sie das meinen, wenn Sie das meinen. Warum dürfen Sie das? Nennen Sie mir einen Grund, warum Sie mich von meinem Weil Sie Hof... eine polizeiliche Maßnahme behindert haben. Sie haben, das war keine polizeiliche Maßnahme. Doch, ich wollte, ein zweites, ich wollte ein zweites Gutachten über das dritte Silo haben und keinen Polizeieinsatz. Das habe ich mit Herrn Peter so... Es geht nicht um einen Polizeieinsatz, aber in der Funktion der Polizei hier, in der Stadt oder in dem Stadtbereich, ist die Funktion der Sicherheitsüberprüfung mit inkludiert. Wenn ich dann komme und Sie mir drohen, ja, und mich blöd anmachen, dann ist das in diesem Fall ein Polizeieinsatz, weil Sie mich bedroht haben. Ich weiß nicht, ob Sie das nicht verstehen können, aber so ist das. Ja gut, wenn Sie dann meinen Anweisungen in Folge leisten und ich sage, Sie sollen sich beruhigen und dann sage ich, Sie sollen jetzt gehen und Sie machen das nicht und diskutieren weiter und beleidigen mich weiter, dann darf ich Sie des Platzes verweisen, weil Sie eine polizeiliche Maßnahme stören. Gut, werden wir nachher noch vor Gericht klären. Das werde ich mir diesmal nicht Können gefallen lassen. Können Sie gerne lassen. Machen. Herr Bayer, ohne Schwitz, Sie haben es heute übertrieben mit mir. Die ganze Zeit, wenn ich in Schwatzingen Scheiße gebaut habe, die ganze Zeit, habe ich immer gewusst, ich habe angefangen. Ich bin ich immer voll und ganz bewusst gewesen. Herr Friesi? Sie haben angefangen, indem Sie schon vor mir die Waffe nachladen und sagen, das dritte Silo ist kaputt. Es kann nicht kaputt sein. Es ist gerade erst alles neu. Herr Friesi, das ist das, was ich in der Überprüfung festgestellt habe, dass das Silo kaputt ist. Warum wenn Sie das nicht glauben, dann führen Sie noch ein Gutachten. Ich wollte das mit dem. Aber wenn Sie dann, und jetzt hören Sie mal genau zu, wenn Sie dann zu mir sagen, ich habe den Bogen überspannt, wenn Sie anfangen, mich zu beleidigen und zu bedrohen, dann solltest du noch genau drüber nachdenken, wie die Situation dort gerade war. Und das mit der Waffe nachladen, habe ich mit Absicht gemacht, weil es ein Spaß war. Weil sie davor schon den Kommentar gebracht haben, wenn sie jetzt das sagen, was ich denke, dann. Ne? Ja, und was ist, wenn ich jetzt sage, das war jetzt von mir ein Spaß? Ich wollte den Peter hier haben. Das war ein Spaß, dass sie mich bedrohen. Nein. Von mir war das ernst. Um Gottes Willen. Ich stehe dazu meiner Scheiße, Herr Bayer. Ich habe gerade gesagt, was ist jetzt, wenn Sie sagen, es war ja, Ihre Seite wollte ich jetzt? Nein, ich stehe dazu. Ich habe immer, wenn ich Scheiße gebaut habe, habe ich immer dazu gestanden und das werde ich auch jetzt tun. Aber Sie laden Waffe und dann ist es alles immer nur Spaß. Würde ich das jetzt sagen, ach Herr Bayer, das war doch jetzt gerade nur Spaß, würden Sie es mir trotzdem nicht glauben und mir trotzdem mal... Denken Sie mal nochmal ans Gespräch, dass ich mit ihm ganz normal gesprochen habe. Als Sie mich dann schon bedroht haben, habe ich ganz normal mit ihm gesprochen und irgendwann ist dann mir auch der Kragen geplatzt. Herr Bayer, hier kommen Leute. Ich sage zum Landhandel, geht bitte. Mehrmals habe ich gesagt, bitte geht, bitte. Die sind nicht gegangen. Sie kommen hier hin, machen den gleichen Humbug weiter mit. Und das geht Was nicht. Was für ein Humbug mache ich mit? Mit meinem drittes Silo. Als wenn eine ganze BGA hier zu muss wegen ein drittes Silo. Das kann man doch abklemmen oder so. Es geht da um Sicherheitsmerkmale. Verstehen Sie das nicht? Es ist mir doch... Wie soll ich jetzt... Sie sind eine Firma. Ja, man sind kann, ein Unternehmen. Kann alles das sein. Das Ding ist eine Maschine. Ja, aber und wenn diese Maschine einen Defekt hat... Herr Bayer, lassen Sie mich doch auch mal ausreden. Ja, dann reden Sie. Aber man kann doch das eine Silo einfach abklemmen. Wie wollen Sie ein Silosystem abklemmen? Keine Ahnung, wir nehmen die Rohre raus, keine Ahnung. Eine Woche, ich kann meine Raten bei euch nicht bezahlen, bei der Stadt, weil ich keinen Einfluss, kein Einkommen habe. Ich kann für meine neue Fabrik, ihr legt mir das 1,5 Wochen lang still. Ja, da müssen Sie dann mit dem Bürgermeister sprechen. Wenn Sie da Probleme haben mit Ihren Raten. Aber Fakt ist, es geht da um Sicherheitsmerkmale und die müssen wir beachten. Ja, das kann... Und Sie als Unternehmer sind verpflichtet, Sicherheitsmerkmale einzuhalten. Und wenn Sie nicht mehr einzuhalten sind, dann müssen Sie denen Folge leisten. Ja, haben Sie doch recht. Aber man kann doch das Silo abklemmen. Ich habe früher bei der Raiffeisen gearbeitet, bevor ich nach Schwatzingen kam. Dort haben wir auch Silos gehabt. Mit 1000 Sachen drin, wo in 4 Silos dasselbe war. Und wenn ein Silo mal kaputt war, verstopft war, was auch immer, konnte man das abschalten und das dann bereinigen lassen. Und die anderen Silos sind weitergelaufen. Warum soll das denn hier nicht klappen? Da hatten Sie auch eine Biogasanlage dran. Nee, das war keine Biogasanlage. Das war einfach so ein Getreidelager, wo man... Weizen genau, und sowas und Sie haben dort einen funktionierenden Kreislauf und wenn Sie eine Sache aus diesem Kreislauf rausnehmen, können wir nicht mehr gewährleisten, dass der Rest sicherheitsmäßig funktioniert. Deswegen haben wir sie jetzt erstmal stillgelegt. Sie müssen ja nur das Ding reparieren und wenn es repariert ist, dann überprüfen wir es nochmal und wenn es passt, dann ist es wieder fertig. Dann sagen Sie mir mal jetzt von wem. Ja, Sie kennen auch genug Händler oder genug Leute, die reparieren können. Der Landhandel hat vorhin gesagt, Sie können auch zum Herrn Adler gehen. Dann fragen Sie den Herrn Adler, ob er das kann. Ich werde auch zum Adler. Der Landhandel wird keinen Cent von mir sehen.
Und ja, ist ja in Ordnung, das ist ja keine Auflage, von dem separieren lassen. Aber waren die hier auf meinem Grundstück, wo die hier, wo sie da waren? Nein. Ich habe hier zwei, die mir gerade gesagt haben, dass der Gustav eine Einweisung gekriegt hat für das Gerät. Wann soll das gewesen sein? Ab dem Zeitpunkt, wo sie mir gesagt haben, am Tor vorne, die Person soll nicht auf ihr Gelände, waren diese Personen nicht auf dem Gelände. Definitiv. Solange ich da war. Ich bin aber dann gefahren. Haben Sie das ausgesprochen, dass Sie hier nicht drauf dürfen? Ich glaube, das haben die gehört, weil sie so geschrien haben. Ja, alles klar. Meine lieben Freunde, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.